Willkommen in Potters Bluff. So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Potters Bluff Reviews. Heute geht es um mein neues Mediabook von Anolis von der Hammer Collection. Die Comtesse des Grauens, ihr seht schon hier. Was ich sehr schön finde, wieder ist hier dieser Werbeflyer nur aufgelegt, wie bei Cape Light. Und also schön entfernt. Das Design ist ähnlich gemacht wie bei den anderen. Also man hat hier dieses Layout, sag ich mal, Lederfolie hat man da drauf, sehr schön. Hier der Titel wieder an der Seite. Kann man schön nebeneinander stellen. Ihr seht schon dieses schöne alte gemalte Cover. Diesmal gibt es nur ein Cover. Gibt aber auch noch eine Standard-Blu-ray, zeige ich mal hier. Und ja, sehr schönes Teil. Toller Film mit Ingrid Pitt. Geht es um so eine Art, so eine Baronin oder was das ist, die auf so einer Burg haust und Leute umbringt und sie quält, um sozusagen das Geheimnis der ewigen Jugend rauszukriegen. Hier wird das Ganze wieder kuratiert von Dr. Rolf Giesen, der die ganzen Hammer Media Books kuratiert, also die Booklets liefert und so weiter. Hier sehen wir schöne Details, Produktionsdetails, wann es rausgekommen ist und so weiter, Darsteller. Dann hier einen schönen Text, alte Auslandfotos in diesem coolen Wachsfarben-Look. Also wieder mal sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Ja, hier nochmal ein beidseitiges, ja. So, ja. Ja, die, über die Reihe kann man ja echt nicht meckern als Fan von alten Horrorfilmen. Die holen tolle Sachen raus, schön remastered. Hier ist die Blu-ray, also nur eine Blu-ray drin. Ist ja so bei allen bis jetzt gewesen. Und ja, könnt ihr euch nochmal den Backshot angucken. Vielleicht findet ihr nochmal Details oder könnt ihr es nochmal anhalten. Ja, ich bin immer sehr begeistert und freue mich, dass meine Hammer-Sammlung wächst. Ich habe ja schon die 11 Koch-Media DVDs im Schuber mit den Booklets von damals. Die sind auch sehr toll alle. Und hier habe ich noch die anderen von Anolis. Die können wir mal daneben legen, damit wir mal sehen, wie das aussieht. Schaut hier. Hier sind die ganzen Titel. Hier hat er immer einen anderen Schriftzug, aber so ungefähr gleich gemacht. Und keine Nummerierung. Das heißt, ihr könnt es anordnen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch Filme weglassen, die ihr zum Beispiel nicht so gut findet. Muss ja nicht alle haben. Aber ich fand bis jetzt alle gut. Vor allem Draculas Hexenjagd ist toll. Den gab es aber auch schon von Koch. Sinestro ebenfalls. Fluch der Mumie. Der voller Blut. Der einzige, der mir jetzt noch fehlt, ist das erste Mediabook. Das ist das grüne Blut der Dämonen. Entschuldigung. alles ist leider schon etwas preisig geworden, weil das war das erste Mediabook und war es schnell ausverkauft. Und hier auf dem Flyer haben wir auch gleich noch einen Teaser, was als nächstes rauskommt, und zwar Nächte des Grauens. Und zwar haben wir wieder zwei Mediabook-Motive, das und das. Ich nehme das, das hier finde ich absolut genial. Das kenne ich irgendwo aus meiner Kindheit her, ich weiß nicht woher, aber ich kenne es. Und würde ich mir auf jeden Fall. Und hier steht noch Frankensteins Ungeheuer auch in Kürze als erhältlich. Ja, eine sehr schöne Reihe von Anolis. Das ist was Tolles für einen Filmfan, gerade für alte Horrorfilmfans, die immer wieder was Neues entdecken. Und es ist echt ein Wahnsinn, was für eine Fundgrube, sag ich mal, in den Jahrzehnten entstanden ist von Filmen, von denen man immer erst wieder neu hört. Es ist echt der Wahnsinn, wie viele Filme gedreht wurden. Es ist echt, ja, ich bin immer wieder begeistert, was ausgegraben wird. Ja, das war's auch schon zu meiner Review zu Die Comtesse des Grauens. Wenn ihr den Film toll fandet oder schon gesehen habt, schreibt mir mal drunter, wie ihr ihn fandet. Und was ihr allgemein von Hammer-Filmen haltet vielleicht. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst bitte den Daumen nach oben da. Oder abonniert mich, wenn ihr es noch nicht habt. Würde mich sehr freuen. Demnächst kommt noch mehr. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.